Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Ne, erster Teil, wir sind gerade unterwegs zum Kavalorn, haben natürlich jetzt da einen Aiden drauf, mit dem müssen wir jetzt einmal natürlich kurz quatschen. Vielleicht können wir uns da die Sachen dann nehmen, da müssen wir jetzt einmal schnell schauen. Und eben hier quatschen wir erstmal mit dem Aiden, schauen wir mal, was da rauskommt. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ja, gut, die Hits. Was? Nein, ich brauche die Lernpunkte jetzt eigentlich für Schleichen. Das kann ich jetzt leider nicht bringen. Ich weiß jetzt muss nicht, ob ich das da klauen darf. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay, darf ich mitnehmen. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann nehmen wir das auch mit, ne? Nummer 2 Dietriche, ein Bier, ein bisschen Heilung und 5 Pfeile. Geil. Wir haben zwar nur keinen Bogen, aber vielleicht kriegen wir den ja irgendwann. Ah, Gothic 1 und Bogen, das war immer eine ganz schwierige Kombination. Okay, nein, wir probieren jetzt mal auf diesen Wolf da loszugehen. Probieren wir es mal aus, ob wir dem schon gewachsen sind. Oh mein Gott. Oh Gott, da kommt ein Zwart, ich bin so tot. Okay, die halten vielleicht doch ein bisschen mehr aus. So. Waldbeeren. Danke. Okay, ich kann natürlich jetzt nichts machen. Die Frage ist natürlich, haben wir mir... wie viele Punkte haben wir mir? Da haben wir es. 20. Ja, es war möglich, ne? Ui, mir gerade. N und L ist gleich. Okay, ziemlich witzig. Stufe 4. Ja, 20 Lernpunkte hätten wir. Weiß ich nicht. Dann vielleicht doch lieber warten und das nur mal in den Taschendiebstahl stecken. Nicht in Taschendiebstahl, sondern in Schlösser knacken. Damit uns die Dietriche nur weniger abbrechen. Ist nie verkehrt. So. Okay, hier haben wir nochmal. Da vorne sehe ich ein paar Scavenger. Ah ja. Die kriegen wir aber platt. Na komm her. So muss das, Leute. So muss das. Und nochmal, komm. Let's go. Sehr schön. So, da glaube ich sogar schon ein Kavalorn zur Hütte, wenn ich das richtig sehe. Warte mal, lass mich. Ich glaube, ich ist jetzt erstmal schnell was. Lebensenergiebonus 16. Ja, fressen wir uns da mal voll. Hey. Sehr schön. So, da haben wir jetzt wieder, habe ich schon unten so einen kleinen Kobold gesehen, also so einen Goblin. Das sind sogar mehrere, what the fuck? Was soll, ach, die werden schon angegriffen. Nein, meine Erfahrungspunkte. Ich dachte schon, hä? Haben wir wieder einen Krug, da haben wir nochmal einen Reisschnaps. Okay, der Goblin hat leider nichts dabei. Die Fleischwanze aber nur. Und da sind dann auch noch ein paar Sachen. Wein. Minecrawler-Suppe und Fleischwanzensuppe. Ach ja, und übrigens, ne, es gibt einfach so sinnlose Dinge, man kann sich einfach hier hocken. Finde ich geil. Finde ich einfach geil. So, haben wir hier nochmal einen Apfel. Da ist ein Apfel. Schön. Leute, können wir alles bauen. Falls wir es nicht essen, dann verkauft man es. Wisst ihr, was ich meine? Okay, da glaube ich, müsste jetzt der Kavalorn sein, laut der Beschreibung. Genau. Was machst du hier draußen? Ich bin Jäger. Ich jage vor allem Scavenger. Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir.
Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Also schleichen wir jetzt schon mal nicht verkehrt. Ich muss ganz ehrlich sein, Bogen... ich weiß nicht. Also da ist Armbrust nur besser. Definitiv in Gothic 1. Bogen ist ganz schwierig. Na, also egal wie viele Lernpunkte du hast, irgendwie trifft man immer daneben. Ich glaube, da muss man schon ziemlich weit gehen. Da muss man wirklich voll auf Bogen gehen. Das wäre man nicht. Deswegen werde ich mir, glaube ich, Bogen einfach nicht lernen. Die Lernpunkte spare ich mir lieber woanders. Vielleicht habe ich es ja irgendwann mal übrig, dann können wir ja sowas noch nebenbei machen. Aber hier ist nur auf Schleichen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage und vor allem, lass dich nie erwischen. Okay. Naja gut, immerhin, ne? Dann, glaube ich, sind wir jetzt fertig und ich glaube, man schleicht hier so. Okay, geil. Das ist jetzt natürlich nur die Frage. Okay, ja, macht man nichts. Dann nehme ich da aber auch gleich alles mit. Kavalor und Schlüssel. Gönnung. Oh je. Hammer. Oh, nochmal. Hammer auch. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Da haben wir dann irgendwie Haufen Gestrüpp gehabt, ne? Da ist auch nochmal Gestrüpp. Ah, da war jetzt, glaube ich, der Schlüssel wichtig. Haben wir hier nochmal eine Fackel. Haben wir da nochmal eine Truhe. Ah, okay. Jetzt bin ich wieder auf neue Spielgänge. Mein Gott. Ja. Doof, ne? So viel zu dem Thema. Ja, das wird bei Gothic vielleicht öfters mal vorkommen. Weil genau wenn er nämlich nicht aus so einer Aktion da draußen ist, dann kann ich nämlich nicht so ganz normal speichern. Dann kann ich nicht ganz normal speichern. So wie jetzt, aber dann ist er immer auf neues Spiel gerichtet. Also probieren wir es nochmal. Da haben wir nochmal Bier, da haben wir nochmal Spruchrolle. Da ist ein Bogen. Mit dem werden wir aber wahrscheinlich verkaufen, glaube ich mal, weil... Ha, vielleicht zum Anlocken von Tieren ist das nicht verkehrt. Oder allgemein zum Sehen, welche Tiere in der Nähe sind. Wenn da der Radio so ein bisschen weiter rausgeht. So, und jetzt haben wir nur eine Truhe, die wir knacken müssen. Okay, das war easy. Dietrich. Ah, wieder eine verwitterte Axt. Aber ein grobes Schwert mit... 20. Okay. Kann ich aber, glaube ich, noch nicht hernehmen, weil ich Stärke 10 habe. Aber das macht nichts. Wir können zum Diego gehen und uns da mit mehr Stärke versorgen. Gut, dass wir nur 10 Lernpunkte haben. Dann werden wir die da gleich mal reinballern, weil dann haben wir... Jetzt ist gerade... Die ist da, genau. 13. So hätten wir dann einen Schaden von 20. Das ist schon mal gut. Und wir werden jetzt wieder Richtung altes Lager gehen. Wir können jetzt... warte mal, wir könnten eben gleich mal ein paar Sachen verkaufen. Je nachdem, was er halt hat, ne? Wir können dann vielleicht gleich mal so nachts ein bisschen so durch die ganzen... Ja, Gebäude schleichen und nochmal ein bisschen alles ausrauben, ne? So, was hat er denn? Zeig mir deine Ware. Also, ich hatte auf jeden Fall einen Dietrich. Den nehmen wir uns mit. 200 Erzhauter, das ist auch gut. Das heißt, wir können jetzt gleich mal hier ein bisschen was verkaufen. Und zwar da natürlich die ganzen Äxte. Alles, was wir haben. Den Bogen halten wir uns einmal. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Rüstungen haben wir noch gar nichts. Ja, schwierig.
Ich werde es mir mal auf in die Magie rollen, aber ob man es natürlich dann immer braucht, ist die Frage. So, da können wir noch ein bisschen was verkaufen. Und zwar, ich kann ihm seinen eigenen Schlüssel verkaufen. Aber den brauche ich nämlich nicht mehr. Becher. Ein Hammer. Ja, wir sind jetzt schon bei 37. Also, können wir auf jeden Fall ein bisschen was wieder herholen. Schwarzer Weiser. Den kriegt er noch. Oh, das kann man immer gut verkaufen, schwarzer Weiser. Da müssen wir eigentlich die ganze Zeit pennen und uns immer so Rationen holen, ne? Ich glaube, ich darf mal einen Haufen Kohle kriegen. So, ein Krug. Wolfsfell können wir verkaufen. Zähne, das bringt halt schon echt einiges. Das darf man nicht vergessen. 191, perfekt. Na dann, da die Song. Gehen wir gleich mal rüber, oder? 191 haben wir gesagt. Easy. Nehmen wir an. Ja, haben wir jetzt schon einiges an Erz hier. Aber okay, für die Hose übrigens 500. Die spinnen doch. Aber wir könnten eigentlich mal schnell pennen. Dann verbraucht man nämlich auch keinen Trank oder irgendwie was, was wir Verteilung brauchen. Sehr schön. Und Energie ist wieder voll auf. So. Hallo. Nice. Da muss ich bloß schnell überlegen. Ich glaube, der Weg stimmt schon? Fragezeichen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Singen wir gleich. Ja doch, da ist das alte Lager. Ja, wen haben wir denn da noch? Ja, hi. Ja, was machst du denn da? Schön. Okay, also wir müssen zum Jäger und Stärke aufleveln. Wir haben ja sowieso müssen. Ne? Außerdem können wir ja dann gleich die Liste geben. Ne, vom Ihren. So. Ach, schön. Einfach mal wieder so durch das Minental oder irgendwie zu streifen. Ah, das ist super. Das war ja damals echt eine Offenbarung, ne? Dieses Game. Das war eine Offenbarung. Ja, cool, das so nicht sagen. Also, ich komme natürlich mit der Steuerung super klar, aber ich glaube, heutzutage kann das gar nicht mehr vorsetzen. Weil das ist einfach, selbst im zweiten Teil haben sie es dann schon anders gemacht, weil das keine Chance mehr, also. Ich muss ja sagen, zweiter Teil ist er, haben es wesentlich geiler nochmal gemacht als im ersten Teil. Ich bin eher der größere Fan vom zweiten Teil, vom zweiten Gothic-Teil. Obwohl natürlich der erste einfach Kult ist, der gehört dazu. Ja. Aber die Verbesserung vom zweiten Teil, das merkt man, ne? Das hat sich einfach nur mal voll gesteigert. Okay, Diego. Erstmal was beibringen. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Jo, mach mal. Dann Stärke. Plus 5 und Nummer plus 5. So. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Das denke ich mal. Und ich habe natürlich die Liste von ihr jetzt, ne? Ich habe die Liste von ihr. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Sketty hat mir gesagt, du hast gegen Kirgo verloren. Er hat sich nicht sehr begeistert angehört. Und er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden.
Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Alles in allem schon nicht so schlecht für einen Neuen. Also, nicht so schlecht, aber auch noch nicht so geil, ne? Na gut. Mach's gut. Hör mal, die Rennerei wird langsam anstrengend. Wollen wir uns nicht irgendwo ein kuscheliges Plätzchen suchen und es uns gemütlich machen? Das ist ganz nett von dir, Matt, dass du fragst, aber nee. Ich glaub, der will ein bisschen mehr von mir. Aber ich halt nicht von ihm. Ja? Na gut. Schauen wir mal, wie lange das... Bin mal gespannt, wie weit das noch geht. Also die meisten bringen eigentlich um. Ne? Du bist wie ein großer Bruder für mich. Ich hatte nie einen großen Bruder. Auch keinen kleinen. Meine Eltern wollten mich nicht behalten. Ich bin sicher, das fiel ihnen nicht leicht. Bestimmt nicht. Klar wollten die nicht. Boah, das ist eigentlich schon echt traurig. Das ist eigentlich echt traurig. Also warte mal, wir müssen mal schauen, was wir da nur haben. Arons Truhe. Achso, okay, das ist jetzt in der Mine, ne? So, Ablösung vor Gurim. Ah, okay, das können wir machen, logisch. Fingers ist zufrieden, Whistler. Okay, wir gehen mal nochmal zum Sketti und dann probieren wir mal einen Karim herauszufordern. Vielleicht, auch wenn ich verliere, vielleicht taugt einem das ja trotzdem. Schreibe es mir ganz kurz, weil ich habe jetzt das Schleichen gelernt. So. Okay, na, da gibt es leider keine neuen Dialogoptionen mehr. Schade. So. Dann fordert man doch mal an Karim raus. Vielleicht verliert zwar, aber er sagt, oh, du hast beweist Mut. Ja, weiß man ja nicht. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Das ist natürlich jetzt... Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Okay. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Oh Gott, ich krieg wahrscheinlich erst so hart aufs Maul, dass es zu spät ist. Schauen wir mal. Hi. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Alter! Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ja, nee. Na, nicht 151 erst. Ich glaub, dass du spinnst. Nee. Komm schon, ich... Den kann ich nicht mehr herausfordern. Komm schon, ich will vorbei. Warte mal, vielleicht mit den Herausforderungen. Ich bin... Blablabla, das kennen wir ja schon. Ich fordere dich heraus. Okay, schauen wir mal. Vielleicht... Guck mal, geht dir damit... Na, auch nicht. Na gut, na, also, weil wenn ich bei dem verliere und der ich so viel... Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich verliere sowieso. Das weiß ich. Na?
Dann können wir nochmal Fleisch braten, bestimmt. Aber wieder ein bisschen was gelegt. Wir nehmen jetzt in unserer Truhe einfach alles rein. Ist das immer? Dann können sie mich auch nichts klauen. Haha. Wir sind schlau, 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 schlau. Boah, wie viel Fleisch noch. Okay. Ja, ich glaube, zum Fressen habe ich dann noch genug. Puh. Und sonst so? Okay, jetzt haben wir es geschafft. Also, pass auf. Das müsste ja mein Bude sein. Dann machen wir da jetzt mal auf und der mal alles reinlegen. Warte mal, ich nehme sogar ganz alte Waffen. Nimm einfach die da, oder? Der Team wird nochmal klaut, Happy Birthday. Ja? So, wir legen alles da rein. Rüstungen haben wir nicht, das legen wir eine. Wahrscheinlich muss ich nicht einmal alles drin haben. So, Tränke. Den Brief und alles weg, das da weg und vor allem das Erz, weil aufs Erz glaube ich, ist er am meisten aus. So. Okay. Also jetzt habe ich bloß noch diese eine Waffe dabei. Dem hier gehen wir jetzt nur mal hin. Oh Gott. Ah! Bin falsch gerannt. Und dann fordern wir halt Nummer raus, ne? Weil jetzt kann ich mich zusammenhauen, das ist mir wurscht. Also. Ich fordere dich hier raus, damit du irgendwie schon da vorne kommst und. Komm jetzt in den Arsch. Und so, das wisst man ja schon, ne? Okay. Jetzt kann ich mich zusammenhauen. Das ist mir wurscht. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Tja, haha. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Genau. Du sagst das. So, warte mal. War das vielleicht gar nicht der Kampf? Weil der da drin stehen bleibt. Na. Clara, beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Jetzt halt. Und jetzt geht er wieder. Okay. Perfekt, Leute. Perfekt. Jetzt gehen wir erstmal wieder nach. Holen wir unser Zeug. Na denn? Ah, ich blut schon wieder überall. Ich kann doch bestimmt jetzt einfach dann auf. Hep. Und hep. Ah, okay, das ist wahrscheinlich zu. Ah, das ist zu. Ah, doch, doch geht's. Achte schon, es wäre zu steil. Oder zu schräg halt, ne? Ah, zuerst mal pennen. damit die nicht ausblutet. Ah. Okay, nehmen wir uns alles aus der Truhe wieder mit. Nice. So. Schön. Ja, blöd das sei, bloß safer musst du wissen. Ach, diese Blutspuren, ne, das ist so heftig. Hat es im Originalen, glaube ich, gar nicht gegeben. Also das ist, glaube ich, wirklich nur durch so, durch diese ganzen Patches, Mod-Geschichten jetzt dazu kommen, auch mit den schärferen Texturen. So, schauen wir mal, was das Getty jetzt sagt, weil wir ihn herausgefordert haben. Ich bin gegen Karin. Ah. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Ja, trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Aha. Okay, geil. Dann haben wir das jetzt auch. Das heißt, den habe ich jetzt eigentlich auch überzeugt. Aufnahme altes Lager. Also, schauen wir, gehen wir nur mit durch. Gut, ich soll mit Diego reden? Klar, logisch, das haben wir gemacht. So, Schatten, Dexter, Sly und Fingers. Haben wir gemacht. Fingers ist mit mir zufrieden. Whistler,
hat mich, unterstützt mich auch. Sly habe ich das Amulett gegeben. Sketty habe ich überzeugt, ne? Na gut. Jetzt gehen wir mal die Nummer schnell zu haben, weil normalerweise, glaube ich, haben wir jetzt vom alten Lager her alle. Wenn du mich fragst. Ah, erstmal hole ich mir noch meine Ration ab. Dann haben wir die 3 Portionen. Du hast. Ja. So. Gut. Irgendwann werden wir das nicht mehr machen, Leute. Dann bringt uns auch der Eintopf nichts mehr. Oh. Also, dann reden wir doch mal Nummer mit ihm. Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Aufnahmestufe. Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, du hast gegen Kirgo verloren. Er hat sich nicht sehr begeistert angehört. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihm imponiert. Obwohl du verloren hast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Sehr schön. Also sprich, ihr könnt jetzt... Mach's gut. Im alten Lager aufgenommen werden. Na, das wäre jetzt möglich. Muss aber natürlich nur Stufe 5 erreichen. Ich bin jetzt erst Stufe 4. Natürlich werden wir uns aber jetzt auch noch die anderen Lager anschauen. Ja, also sprich, altes Lager für die Aufnahme sind wir fertig. Ja, jetzt gehen wir natürlich noch... Aber was haben wir überhaupt für Schriftrollen? Okay. Wir werden die anderen Lager natürlich jetzt auch noch abklappern. Wir haben ja da jetzt noch ein paar Quests. Ne? Sumpflager mit Mogi ist natürlich auch noch soweit das machen, dass sie aufgenommen werden kann. Soweit wie es halt möglich ist. Und da müssen wir natürlich einmal nur ins neue Lager schauen. Ne? Da müssen wir auch noch hin. Und ja, das wird auf jeden Fall nur spaßig. Aber cool, wir sind auf jeden Fall schon einen Schritt weiter. Altes Lager haben wir abgeschlossen. Ich werde mich, glaube ich, auch dem alten Lager anschließen. Einfach, weil Let's Play storytechnisch das einfach ein bisschen besser dadurch erzählt ist. Na, sag ich jetzt mal. Also, kriegt später mit. Na? Immer wieder dieselbe Leier. Vielleicht spielen wir es ja auch mal, nur mal irgendwann mal in einem Stream. Und dann können wir auch mal was anderes machen. Aber ich habe jetzt schon mal zweimal im Stream das gespielt und da war ich dann einmal im neuen Lager, dann war ich einmal im Sektenlager und jetzt habe ich gesagt, jetzt gehe ich mal wieder ins alte Lager. Aber ich habe nie Magier gespielt. Ich weiß nicht, Magier in Gothic ist einfach, weiß ich nicht, ist scheiße. Es ist scheiße. Ich finde Magier einfach scheiße in Gothic. Du bist dann vielleicht zum Schluss raus, die richtig krasse Sau, aber am Anfang bist du nur am Ablosen. Ja, weil man muss ja so verschiedene Kreise der Magier irgendwie abschließen, dass man dann so Runen bekommt. Dann ist das schon ziemlich cool, definitiv. Aber bis man da hinkommt, das ist sehr, sehr, sehr schmerzlicher Weg. Vielleicht können wir das ja irgendwann doch einmal in meinem Stream machen. Aber nicht jetzt in einem Let's Play. Definitiv nicht. Okay. Also, wir müssen mal jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ins Sektenlager. Und jetzt können wir, glaube ich, auch gegen den anderen Typi, gegen den Dauerkiffer antreten. Ne? Der, wo uns die ganze Zeit fertig gemacht hat. Den macht man jetzt fertig. Sag ich euch. Ah, die, glaube ich, die lasse ich nur in Ruhe. Wenn ich noch nicht mal gegen Wölfe richtig ankomme, schwierig. So. Und dann werden wir da natürlich noch ein paar Sachen machen müssen. Ne? Bei altes Lager sind wir jetzt soweit durch. Haben wir alle überzeugt. Ist cool. Ich finde das ziemlich cool. Also wir kommen auch ein bisschen voran. Ne? Im Grunde das Spiel ist schon groß eigentlich. Man hat einiges an Aufträge, aber ich finde von der Spielzeit her hält es sich wirklich ziemlich gut in Grenzen.
weil ja, man kann natürlich die ganzen Nebenquests auch weglassen, geht genauso, aber dann ist man halt total schwach. Ja, man muss halt ein bisschen aufleveln. Man ist vielleicht zum Schluss raus ein bisschen OP, okay, aber das ist ja dann auch verdient, sag ich mal. Es ist ja verdient, weil man hat ja auch sehr viel Zeit reingesteckt, dass man die Erfahrung sammelt. So, also, wir stehen jetzt wieder hier vorm Sektenlager. Da werden wir aber dann natürlich, also Sumpflager natürlich, Sumpfkraut und so. Und da werden wir dann sozusagen beim nächsten Mal reinschauen und werden wir dem einer Kelly aufs Maul geben. Ja, ansonsten, also sehen wir sie wieder zur nächsten Folge. Hoffe, ihr seid noch wieder mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht es gut. Habi die.